Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Hukas. Das hier ist der Mr. Johnny C. Seit 12 Wochen richtig sportlich unterwegs. Ja, professionell. Er ist jetzt drauf. Wir haben heute zusammen trainiert und einen Formcheck gemacht. Seht ihr alles in dem Video. Außerdem haben wir einige Sachen besprochen, wie es bei dir sich entwickelt hat, wie es dir geht. Sportlich gesehen, deine Entwicklung, meine Einschätzung zu der ganzen Geschichte. Und meine erste Frage an dich ist jetzt, wie geht's dir denn mental? Same. Fühlt sich gut? Ja. Keine Veränderung, kein Roid Rage, kein übertriebener Sexualtrieb. Das Problem, ich hatte davor schon. Ja, und deswegen macht es die Sache ja nicht besser. Johannes, es ist alles super. Ich bin vielleicht hier und da mal touchy zu Hause, aber sonst mehr nicht. Touchy? Ich bin auch gerade touchy. Ich weiß, aber das bist du doch immer. Ja. Nutzt du die Maschine sonst auch im Training? Nutzt mal ausbauen. Ja, normalerweise sind wir in High-Row, ne? Ich liebe diese Maschine, aber wir müssen heute natürlich improvisieren. Und ich versuche nämlich, mich immer an meinen Plan zu halten. Ich habe ja einen festen Plan. Und Johnny hat auch einen Plan. Also wenn ich mir deine Trainingsstories anschaue, habe ich immer das Gefühl, du machst immer was anderes. Immer das Gleiche. Ja? Echt, das sieht nicht so aus. Doch. Latzug von oben. Ich habe gesehen, wer den Coach hat, hat auch einen Plan, Johannes. Ja, aber ich glaube, William lässt ihm da schon sehr viel Spielraum, weil er auch weiß, dass Johnny, was Training angeht, eigentlich fast uncoachbar ist. Weil der macht einfach sein Ding. Nö. Und es ist ja auch nicht falsch, weil du bist ja jemand, der so lange trainiert und seinen Körper schon gut kennt. Hier und da mal sowas anpassen, macht schon Spaß, aber man sollte allgemein festes Grundding haben. Ne? Ich mache jetzt erstmal voll schwer und falsch Latzug zuerst mal. Dann mache ich Rudern, eng, Kabel. Und dann mache ich entweder direkt mittlere Rücken oder halt Langhandelrudern. Immer diese zwei Dinger wechsle ich mir ab und dann. Also ich brauche ja auf jeden Fall einen fleischigen Latt. So, ja. Du hast ja dieses, wenn du die Arme hochnimmst, dann kommt ja dieser Latt richtig raus. Dieser Brustkasten, der Teil wird viel schmaler. Das kommt von schweren Falschrudern. Das kommt, weil du die richtigen Eltern hast, du Penner. Ja, davon kannst du nichts, aber ich will das auch haben. Ich will jetzt eine schöne Schwimmerfigur machen, ne? So wie Heiko Kalbach immer sagt. Du willst eine schmale Taille simulieren. Jetzt mal meinen Latissimus anfassen, Johannes. Ja, habe ich doch schon beim Guten Tag sagen. Aber ich meine beim Arbeiten. Beim Arbeiten, könnt ihr euch mal an? Dann kannst du schauen. Entweder aktiviere ich das obere oder das untere, je nachdem, was ich aktivieren will. Er ist so hart und fleischig. Ich bin ja weg von den schweren Gewichten, Johnny. Mach's doch bitte nicht wie Paul. War das ein Kinzelfront? Nö, aber wo Paul ganz langsam trainiert hat, brauchte halt zuerst mal 100 Wiederholungen, dass er den Muskel penetriert hat, sag ich mal. Was ich vor allen Dingen nicht schlau finde, dass ich mich auf jeden Fall nicht so machen würde, ist die langsame Konzentrik. Also ein langsames Anheben von dem Gewicht macht für mich überhaupt keinen Sinn, auch wissenschaftlich nicht. Außer wenn du jetzt mal, du hast es schwer gemacht, jetzt sagen wir jetzt mal Schrägbank drücken und dann machst du einen Reduktionssatz. Langsam runter, die Dehnung und dann drückst du halt raus. Aber halt, ist ja nicht per se falsch, aber ich sag mal so, es ist eigentlich falsch, wenn du nicht schwer trainierst. Und das ist wiederum richtig, weil schwere Gewichte mit einer guten Bewegungsqualität bringen halt auch Muskeln. Hast du vielleicht nicht immer den geilsten Pump, aber so funktioniert Muskelaufbau. Deswegen machst du einiges richtig, Johnny. Ja. Sei denn, du machst wieder deine 30 Wiederholungen an der Beinpresse. Mit Time and Attention, scheiße. Pump du jetzt mal deinen Latissimus ab. Der muss abgepumpt werden. Alles noch Warm-up. Das würde ich nicht quatschen, wenn meine Sätze. Das ist gut, dass du das gesagt hast. Hättest du es nicht gesagt, dann würden wir die Leute sagen, hä, warum redet dann der Johannes beim Satz? Intra. Ich trinke während des Trainings Kohlenhydrate. Und zwar das neue Cyclic Dextrine. Ist wie ein Cluster Dextrine, aber wir haben unsere Eigenmarke mittlerweile. Ist nochmal wesentlich günstiger. Also dann braucht ihr nicht irgendein kompaktes Produkt wie zum Beispiel Recharge, sondern ihr mischt euch einfach das Cyclic Dextrine mit einem Isoclear oder mit ERAs und habt ihr das perfekte Intra. Könnt ihr natürlich auch nach dem Training trinken, aber mit Johnny dauert immer ein bisschen länger und ich will natürlich auch im Training das Maximum rausholen. Bin auf Diät, das heißt, ich habe eh schon relativ wenig Kalorien und Carbs. Wie viele Kalorien bist du? Ich zähle gerade nicht. Ich track nicht. Irgendwas zwischen 3.000 und 4.000, aber so wenig, dass ich auf jeden Fall am Gewicht verlieren bin. Okay. Schwitzt du schon? Ja, langsam, ja. Alter. Dick geworden, ne? Nö, Kreide und dann geht's ab in die. In die Kreidezeit. Nein. This is some ape shit. This is some Neandertaler shit. Neandertaler willst du sehen, ja? Come on, drei. Und sechs Pull. Brauchst du mich? Ja. Ja, komm mal, sieben. Bam. 8. Rein damit. Komm. Komm mal 9. Ja, wieder. Und Feuer. Bumm. Also, man kann. Es war jetzt nicht schwer und falsch. Das war schwer.
Und ich, nee, das war schon okay. Das hat man so absolut zu gelten lassen. Und es kommt auch an, also man sieht's. Aber es ist wirklich scheiße schwer. Das sind nochmal 40 Kilo mehr Leute, die 20 Stunden. 25. 25. So muss ein Nachensatz atmen. Also so atme ich fast bei nach jedem Satz, den ich mache. Beim Abendtraining letztens fast gekotzt. Auch gut. Vorletzte Training. Aber ich merke das direkt bei mir, wenn ich 3-4 Sätze zu wenig oder 5 Sätze zu wenig pro Muskel bei der Übung mache, bei Arme zum Beispiel mache, merke ich das komplett. Auch anhand von Muskelkater oder so. Habe ich mal getestet, ob weniger für mich besser ist. Aber nee. Mit Naht. No. Blut rein, komm. Schön. Komm. Oh. Ja, komm. Zack. Come on. Und bam. Oh ja. Oh, fuck ja. Oh, fuck ja. Hat dir der Gegendruck nochmal gefallen am Ende? Aber gut. Wir sind aber auch ein verdammt gutes Trainingscouple, das muss man schon echt sagen. Mhm. Ja, aufeinander ein eingespieltes Team einfach. Ja. Wir haben ja auch schon halbes Jahr am Stück. Fast jeden Tag. Die einzige Zeit in Johnnys Leben, wo er wirklich nach einem festen Plan trainiert. Ey, gar nicht. Jetzt mache ich. Heute natürlich wieder nicht, ne? Aber eigentlich schon. Beintage sind bei mir komplett fest, alles. Mhm. Meiner Plan, alles. Ich habe gestern beim Boiler trainiert, bin auch gut durch. Habe ich gesehen. 20 Sätze. In einem Training von den Bänden. Ich hab's ausgerechnet, steht drauf, steht in deiner Insta-Story. 20 f***ing Sätze. Ich mache aktuell gerade 4 bis 5. Darfst du nicht so oft f***ing sagen, sonst wird das Video wieder. Ach so. Jetzt muss alles bieten. Wir probieren jetzt hier mal die hier, weil die können wir auch ganz gut improvisieren. Ne? Vorne lang. Kurve aus, leichter. Na, die Bewegung ist doch super. Ey, die kommt aber echt ganz geil. Die kommt echt gut. Die würde ich jetzt auch mit nach Hause nehmen. Und dich nehme ich auch gleich mit. Als Gewicht, Gianni. Du bist mein Gewicht, welches sich an die Widerstandskurve anpasst. An das Widerstandsprofil, welches sich nach oben befördert. Eigentlich kein Fan von dieser Maschine. Weil? Weil sich das Widerstandsprofil in der Aufwärtsbewegung sich negativ auf deinen Rücken auswirkt. Das ist zu wenig Spannung. Ja. Das heißt, wenn du hier hochziehst, wird es hier leicht, da kann ich so Unterarme trainieren. Aber das wollen wir nicht. Ja. Vielleicht können wir mit einem Gummiband das Widerstandsprofil in der Aufwärtsbewegung vergrößern. Aber ist das Widerstandsprofil zu den Gunsten der Übung so angepasst worden, damit man halt oben weniger Widerstand hat? Der Widerstand soll auch oben in der kontrahierten Position maximal die Muskulatur stimulieren. Ja, das macht Sinn. Nehmen Sie die Schultern mit, nehmen Sie mit. Das ist schon alles. Kann auch gehen. Das wäre Schulter mitnehmen. Und wieder zurück, genau, das ist prima. Perfekt, und hinten zusammen, ja, aber ist prima. Ja, Johnny kann sich noch nicht so richtig mit der Maschine anfreunden, aber mir zuliebe, sabotiere jetzt dein Training. Hinten schön zusammen. Zusammenziehen die Schulterbänder, komm. Prima, prima. Yippie. Jawohl, halt schön fest. Geil an der Maschine ist natürlich, dass es hinten leichter wird. Nämlich die Position, die eben am schwersten zu erreichen ist, finde ich ziemlich nice. Ist zwar auch komisch, man hat das Gefühl, man zieht so ein bisschen ins Leere, ne? So. Ja. Er ist nicht zufrieden. Er fühlt es nicht. Nee. Mit dem Trapezanschal, ha? Hier dieses Stück Fleisch. Ich spüre das genau hier, an dem Ansatz hier. Da entlang, aber nicht wirklich in der Muskulatur, sondern eher hier. Ich spüre es wirklich nur da, einen Strich, als würde man ganz offen... Aber manchmal musst du es auch einfach nicht spüren. Verstehst du? Ja. Nee. Einfach mal eine Bewegung machen und es geschehen lassen. Ich habe mich nicht deswegen... Schultern, die sind auf kompakt geworden, die Sau, ne? Ich habe mich nicht deswegen ausgezogen. Du wolltest mir zeigen, wie die Muskeln jetzt richtig arbeiten bei dir. Die Muskulatur. Wir nehmen natürlich Full Stack, weil sonst funktioniert das Gerät nicht. Johnny macht dabei Beinpresse. Komm weiter! Sagen wir noch 5.
Ja. Hier, komm mal. Ich bin auf sie mit Schwung gegangen. Also ich bin echt gespannt, das gleich nachher mal ausgezogen zu sehen. Das Paket live zu beurteilen. Weil so viel Speck ist da gar nicht drauf gekommen. Das kann man auch schon mal sagen. Also Johnny hat sich offensichtlich an seinen Ernährungsplan gehalten. Ich habe gehört, das Timing war manchmal nicht so optimal. Ja. Man zieht. Jawohl, prima. Rücken war ja schon immer dein Ding, komm. Bist du da zufrieden mit deiner Trainingsprogression so allgemein? Macht Spaß, ich steigere mich, ich spiele den Muskel wie immer super. Ja, noch ein bisschen krasser. Vom Gefühl her ist es nicht anders wie im Training, oder? Im Vergleich zu vorher? Ich weiß jetzt, ich kann halt mehr Gas geben, für mich jetzt. Mhm. Ich kann mich jetzt ein bisschen mehr kaputt machen, weil ich mich ein bisschen, weil ich persönlich sage, ich kann mich jetzt besser regenerieren. Ja. Hätte mich davor wie... Ich habe davor auch genauso trainiert wie jetzt, nur dass ich meine Beintage nicht aufgesplittet habe. Aber ich habe immer Gas gegeben, weißt du? Ich habe gerade immer Gas gegeben, aber jetzt gebe ich nochmal ein bisschen, mehr Gas. Und im Vergleich vom Volumen her, machst du jetzt mehr Volumen als vorher oder nicht? Nein. Ich habe schon das Gefühl eigentlich. Also ich mach nicht unbedingt viel mehr Volumen. Klar, ich habe jetzt meine Vorderseite und Rückseite aufgeteilt. Und du trainierst seltener. Und dadurch, dass du seltener trainierst, musst du ja mehr in der einen Trainingseinheit machen. So. Aber jeder Satz zählt bei mir jetzt auch. Und wenn ich nicht mal ins Muskelversagen rankomme, dann lasse ich es nicht als Satz gelten, dann mache ich ja nur mal einen Satz. Okay. So. Ja, ist so. Wenn ich so merke, oh scheiße, ich habe jetzt noch 5 Stück gemacht, entweder direkt nach 5 Sekunden, okay. Aber als ob du einen Satz beendest, wenn du noch 5 Wiederholungen im Tank hast. Im Leben nicht, Alter. Nee, aber wenn es mal passiert... Dann erhöhst du das Gewicht, dann warst du auf einem Satz, wenn du noch 5 Wiederholungen Platz hattest, oder nicht? Komm, geh beiseite, lass mich mal... Ich meine mit Schwung natürlich. Ja, 2, 5, 10, ja, perfekt, Alter, genau so. Geh mal nicht aus der Spannung hin, bitte. So, lassen nach vorne den Stretch mitnehmen. Perfekt, cool. Und wenn du ihn kontrahierst, kriegst du dir ein bisschen mehr auf. Wie auf der Bühne, wenn du den Rücken zeigen willst, die Streifen zeigen willst, genau. Und so, jetzt aber 12 Wochen sind rum. Wie sieht's aus? Was hast du objektiv an Gewicht zugenommen in der Zeit? 11 Kilo habe ich jetzt zugenommen, ja. Solide. Ja. So, und das, was ich sehe bis jetzt, ist ja jetzt relativ fettfrei dazu gekommen. Ne? Ja, nicht mehr ganz so hart, aber vor allem auch viel Wasser. Und Wasser geht ja schnell raus. Zieh dich mal wieder aus. Wollen wir jetzt mal gucken. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht so wie die Profis unterwegs. Ja? Also ich bin ganz, ganz kindergartenmäßig unterwegs. Also ein ganz leichter Rückenwind. Grundstellung von vorne, Johnny. Erstmal der Gesamteindruck. Wie ist der? Der Frame ist genauso schön wie vorher. Ich habe das Gefühl, dass deine Quads außen mehr rauskommen. Ne? Ich weiß nicht, was du bis jetzt an Feedback bekommen hast. Ja, also ich habe jetzt mein Beintraining seit 3 Wochen angepasst quasi und ja, es ist jetzt viel passiert. Also gefällt mir echt gut. Die Struktur ist natürlich, da verändert sich nicht viel, sondern es wird insgesamt einfach mehr. Und wie viel das dann ist, siehst du ja eh erst im Vergleich, wenn du neben anderen stehst. Ne? Ja. Filterung zur Seitenansicht. Oh, so scheiße sieht der Arsch gar nicht aus. Eben dachte ich, der wäre ein bisschen klein, aber es passt schon. Ne? Rum. Und hier seht ihr das, was ich meinte vorhin, diese Tiefe. Da ist richtig kompakt was rangekommen. Rückenansicht bitte. Und öffnen. Bom. Stehen wir gerade ein bisschen mehr. Ja. Dankeschön. Machen wir gleich einen Doppelbizeps von hinten. Also die Arme sahen im Verhältnis vorhin immer noch relativ schlank aus. Die sind natürlich auch dicker. Gerade. Machen wir gerade. Achso. Ein bisschen gerade und dann. Ja. Öffnen. Ja, so ist gut. Ja, Latissimus. Man sieht natürlich jetzt nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, weil halt einfach Wasser auch drunter ist. Ne? Ja, und vor allem jetzt Cut gestartet. Da kommt, also. Jetzt hast du gerade nicht mehr so eine Fülle, die Muskulatur ist nicht mehr so prall. Ja, und so, das Wasser ist trotzdem noch da und das Fett auch. Das ist immer eine sehr undankbare Phase. Und raus. Du machst es aber auch immer spannend. Ja, gut, dass da raus. Brauche ich drüber sprechen. Ne? Und auf die Wade bin ich auch echt extrem neidisch. Ne? Beinbizeps, Adduktor, schön. Ja, besser. Schönes Paket. Okay, Side Chest mal. Mach mal ohne Spiegel, ohne drüber nachzudenken. Pack ihn einfach daneben. Ja, genau. Ja, schon besser. Die bisschen kleiner. Ja, den Beuger rauszuholen, ist mit keine leichte Aufgabe. Bisschen mehr öffnen. Don't hide away, show him. Und wir haben keine Brust trainiert und der Landpumpe ist auch schon wieder weg, ne? Das ist schon gut. Also im Querschnitt habe ich das Gefühl gehabt, auch die Schulter ist ein bisschen dicker, aber jetzt in der Pose selber sieht man einfach wirklich deutlich, dass da noch unheimlich viel Fleisch fehlt, gerade so in der Schulter. Ne?
dieses ja, ausgefüllte, kompakte. Ja, weil halt hier so riesig ist. Der Kasten auch so überwiegt. Wenn wir es dann so machen, wir müssen alles aussehen. Ja. Was soll ich noch machen? Machen wir Latt von vorne. Wobei da die Beine sogar fast schlank wirken, ne? Ist ja irre. Trainierst du den Adduktor aus? Ja, du hast gestern 5 Sätze gemacht, also machst du schon, ne? Ja, aber erste 3 Wochen so richtig intensiv. Aber da ist schon viel passiert. Glaubt man nicht, aber es ist halt richtig viel passiert schon. Ja. In der kurzen Zeit. Das ist halt, das, vor allem davor hat man nicht irgendwas ansatzweise was hier dran. Also ich frag jetzt trotzdem mal, hast du Maße genommen irgendwie? Hat sich irgendwie Maße, das wollte ich sagen. Ich hatte mal ein Video aufgenommen, ich hatte mal 44,5 ohne Pump. Arme oder was? Arme, Bizeps. Und dann hatte ich 47,7 ohne Pump. Okay, krass. Und dann mit Pump hatte ich 49,5. Also hast du jetzt auch fast einen 50er. Ja. Also auf Pump natürlich dann. Ja. Ich meine, wir alle wissen, Bodybuilding ist Illusion. Ja. Es ist am Ende völlig egal, was für eine Zahl da steht, auch auf der Waage. Wichtig ist, wie es aussieht. Es ist total subjektiv. Kein Mensch fragt dich, wie schwer du bist oder wie viel Gewicht du in der Bank drückst. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang ist relativ viel passiert. Ja. In den ersten Wochen, dass ich gedacht habe, okay, super Responder. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das hat jetzt ein bisschen nachgelassen in den letzten 6 Wir haben auch was umgeändert, okay. Kurzzeitig auf langzeitig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es daran liegen könnte, weiß ich nicht. Also das Ding ist, man ist halt auch immer in Versuchung, irgendwie noch mehr zu wollen. Und leider musst du, doch, weil du spielst ja das Spiel, du willst ja zu Mr. Olympia. Da muss man halt, was soll ich dir erzählen? Was ich sagen wollte, wenn man das von davor macht, was ich am Anfang gemacht habe, das Gleiche, nur ein bisschen erhöht. Ob es dann besser ist, weiß ich nicht. So, also ihr habt ein bisschen was verändert, aber ich habe so das Gefühl gehabt, es ist so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ja, also am Oberkörper, weil Oberkörper jetzt, also die Beine haben jetzt sehr, sehr viel abbekommen. Also ich kann dir auch vor und nachher Fotos zeigen. Die Beine haben sehr viel abbekommen. Also vor allem auch, siehst ja schwungtechnisch was. Und davor hatte ich nicht mal ansatzweise richtig geschlossen, wenn ich so dagestanden habe. Mhm. Und Beuger ist auf jeden Fall auch schon viel mehr gekommen. Wir können jetzt ja mal seitlich nebeneinander stellen. Ich meine, ich bin ja nun jetzt 10 Kilo leichter, habe weniger Muskeln, so vom Volumen her. Ja. In meiner Sicht sieht das schon relativ schlank aus neben dir, ne? Tatsächlich. Willst du noch Front Double Biceps haben? Ja, das ist das Schöne bei dir, ne? Wenn du ihn noch rausholst, da passiert richtig was, ne? Also ich bin zufrieden so grundsätzlich, aber ich hätte mir, gerade durch die ersten 4 bis 6 Wochen, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Tatsächlich, da habe ich gedacht, so, da kommt noch ein bisschen mehr, wenn das so weitergeht. Aber das Ding ist, ihr habt halt noch eine Menge Asse im Ärmel. So, das ist halt das Ding, ja, wo man auf jeden Fall noch einiges machen kann. Und das sind halt auch Waffen, die man tatsächlich auch in dem Sport dann einsetzt. Du bist auf jeden Fall happy mit deiner Entwicklung? Voll, also ja? Ist gut, ja. Sind die 200 in der Bank schon drin? Habe ich jetzt nicht getestet, nö, aber das ist jetzt gar nicht mehr eine Priorität mehr gewesen. Gut. Vor allem ich habe jetzt mein Brusttraining angepasst, dass ich am Anfang Kabelzug mache. Vorermüdung. Vormüdung. Und das Krasse ist hier, ich habe dann hier drinnen Krämpfe. Hier drinnen habe ich dann Krämpfe. Hast du eine Story gesehen? Hast du den Joe Aesthetics gemacht, ne? Nee, nicht diese Krämpfe, sondern wenn ich Butterfly mache, auf einmal zieht sich das hier komplett zusammen und es verkrampft hier innen komplett. Und ich mache dann als vorletzte Übung jetzt negative Butterfly mit Kurzhanteln. Und ungelogen, 2 Tage darauf, dachte ich mir, was ist mit meiner Brust passiert? Die sah irgendwie hier untenrum halt viel voll aus. Also es ist entweder Einbildung oder halt... Einbildung ist auch eine Bildung. Und wenn das Gefühl mitspielt, ist immer eine gute Sache, weil Gefühl ist halt auch wichtig. So in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch die besten Supplements der Welt bestellen, dann gibt es die bei ESN und ihr könnt uns beide supporten. Code Johnny oder Code... Hast du noch Code A? Ah. Du bist einer der wenigen, der einen Doppelcode hat. Ah. Und mit mir einfach Code Johannes. Steht also in der Beschreibung drin. Wenn ihr die ganze Reise verfolgen wollt, dann habt ihr ihn ja sowieso schon abonniert bei Instagram und YouTube und so. Ne? Wisst ihr Bescheid? Also, Liebe geht raus. Ciao, ciao.